Seid gegrüßt, es ist mal wieder Zeit für einen Guide. Heute aber eher ein unseriöses Video, also ein Spaßbild, inspiriert von einem Reddit-Topic, wo es um einen schnellen Charakter ging, aber bei dem ich mir dachte, dass es noch deutlich schneller geht. Und das habe ich auch hinbekommen. Also für mich war es einfach mal ein Experiment. Ich wollte den schnellsten Bild in Diablo erstellen und ich glaube, dass mir das gelungen ist und deswegen wollte ich das euch einfach mal kurz vorführen. Ich hatte eine Menge Spaß beim Testen. Und wenn ihr Leute in eurem Ballrun beeindrucken wollt, dann könnt ihr das definitiv auch mit diesem Bild. Ihr braucht kein 99er Char oder einen fetten Hammerdien oder so. Wenn ihr einfach nur so schnell lauft wie ich hier, dann werden auf jeden Fall Leute euch drauf ansprechen und drüber lachen. Und ich finde das eigentlich auch ganz cool. Man muss ja nicht immer nur den meisten Schaden machen. Warum nicht auch mal sowas in dem Spiel? Ja, also ich wüsste nicht, wie das noch schneller geht als das hier. Es gibt einen Paladin mit Gedeihen. Es gibt eine Assassine mit Geschwindigkeitsschub. Ich habe alles, oder es gibt auch einen Werwolf. Ich habe mir alles angeschaut. Aber ich glaube, dass der Frenzy Barb schon der schnellste ist. Ansonsten dürft ihr gerne auch mit brainstormen. Und wenn ihr noch was Schnelleres gefunden habt, dann raus damit. Und jetzt kommt das Lustigste an dem Char. Und zwar bin ich ja aktuell im Rennen, aber ich kann ja auch gehen. Und schaut euch mal an, wie die Geh-Animation aussieht. So, jetzt gehe ich. Das ist meine Geh-Animation. Und alleine dafür ist es wert gewesen. Also spätestens, wenn ihr so hier in eurem Ballrun rumlauft, werden auf jeden Fall die Leute lachen. Das ist so mega lustig. Es ist auch elegant, muss ich sagen. Es ist irgendwie. Es hat was. Es ist anmutig. Sehr stolz. Wie er vor sich hin tippelt. Ist wie ein Anime-Charakter. Ja. Jetzt sind die Frenzy Charges ausgelaufen, aber das kann ich ja nutzen und euch den Charakter mal vorstellen. Also, es ging mir nur darum, einen halbwegs. Also, beim Gear ging es mir jetzt nicht darum, den krassesten Bild mit Breakpoints und so weiter zu erreichen, sondern ich wollte einfach nur einen spielbaren Charakter erstellen. Das heißt, ich wollte natürlich die Resis ganz hoch haben und auch Leben wollte ich haben. Ich habe übrigens gerade gar kein BO genutzt, fällt mir ein. Das muss ich mal kurz so machen. Oder hatte ich BO? Und der ist schon ausgelaufen. So. Jetzt die Stats nochmal. Also ich wollte einfach auf 3000 Leben kommen mit Max Blitz und Feuerresi und die anderen wenigstens positiv, die sind bei mir auch 50. Ich habe also 3000 Leben und dann habe ich quasi so viel wieder reingepumpt, bis ich die 3000 erreicht habe und alles andere in Stärke für den Damage. Raserei 1200 bis 4800, 12000 Angriffswert, damit trifft man normalerweise alles. Und mit dem Gear, ohne Frenzy Bonus oder den Harmonie Bonus, habe ich 304% Bewegungstempo. Es geht noch ein kleines bisschen mehr, das macht aber dann wirklich keinen Unterschied mehr. Und zwar könntet ihr noch mehr bekommen, und jetzt zeige ich die Skills, wenn ihr erhöhte Geschwindigkeit maxt. Ich gehe mal rüber mit der Kamera. Allerdings, ich bin hier nur mit einem Punkt drin und würde ich da 10 Punkte reinmachen, dann bin ich glaube bei 41%. Da kommen also nur 5 drauf und das macht dann echt keinen krassen Unterschied. Deswegen habe ich lieber die erhöhte Ausdauer ein bisschen höher gemacht, weil Frenzy, also Raserei, nämlich erhöhte Dauer bekommt, wenn ihr erhöhte Ausdauer skillt. Also 0,4 Sekunden pro Stufe. Ich habe ja 10 Punkte drin, das heißt 4 Sekunden kommen da drauf. Das würde nämlich normalerweise nur 6 Sekunden halten, beziehungsweise 6,5, weil ihr eh immer einen Punkt da rein macht. Bei mir sind es nämlich jetzt 10 Sekunden und das ist tatsächlich ziemlich angenehm, weil das ansonsten immer mal ausläuft. Und wenn ihr nicht gerade wie ich reinzoomt, dann wird das eigentlich jetzt gar nicht mehr abgebrochen, sondern läuft immer durch. Dann die Synergien gemaxt, Doppelschwung und Spott. Das sind die beiden Synergien. Dann die Klingenbeherrschung, ganz klar. Hier noch ein Punkt rein, der natürliche Widerstand. Das ist halt Barb-Standard-Skillung, sowas hier. Und dann habe ich alles, was übrig war, in den BO reingehauen, also Kampfbefehle und natürlich einmal Kampfaufruf, weil das die Level erhöht. Wenn ich jetzt meine Waffen wechsle, bin ich da bei einem Level 22 BO und das reicht ja allemal. Plus 98% sind das. Mit Kampfaufruf ist schon aktiv, deswegen ist es 22.
Und dann kommen wir zum Gear. Und jetzt geht es natürlich nur darum, wie könnt ihr das Bewegungstempo maxen. Das war jetzt für mich hier die Aufgabe. Items finden mit Bewegungstempo. Und da ist mir diese Waffe über den Weg gelaufen. Das ist ein Espandon oder Espandor oder wie auch immer es ausgesprochen wird, was ich geupgradet habe auf Legendenschwert. Das ist jetzt im Heldeneditor erstellt, ja. Also nehmt das jetzt nicht so ernst. Das ist jetzt die perfekte Version in ätherisch davon. Also 200 ED ist da der Wert, der rollt. Und natürlich ätherisch. Und das auszusprechen, den Namen von dem Schwert, das versuche ich gar nicht erst. Also den Namen, den seht ihr ja hier. Ich kann mich dann nur blamieren, wenn ich das versuche auszusprechen. Und das trage ich zweimal. Dadurch bekomme ich 40 Bewegungstempo. Dann trage ich natürlich Enigma. Das ist halt dumm. Die Rüstung, die 1 zu Teleport gibt, ist auch die Rüstung mit am meisten Bewegungstempo im Spiel. Es ist halt lächerlich, aber es ist leider so. Und da die ansonsten so viel gute Stats hat, ist es halt für mich, für diesen Build natürlich dann die Rüstung, die ich nehme. Wer richtig Bock hat, kann natürlich auch eine Tyrael's mal anziehen. Das Item hat man ja sonst, da hat man ja keine Verwendung dafür. Und wenn es da eh ein Spaßbild ist, dann kann man ja theoretisch auch mal dieses Item anziehen. Dann sieht er nämlich blau aus hier und das hat natürlich auch Stil, muss ich sagen. Und es ist schnell genug immer noch. Und man kann da zumindest noch ein Juwel reinknallen mit zum Beispiel wie bei mir 30 Max Damage. Magische Juwelen können 30 Max Damage haben. Da muss der Max Damage Mod doppelt rollen. Dann haben wir Katzenauge mit 30 Bewegungstempo, ist natürlich auch klar. Beim Amulett. Marvinas Gürtel 20 Bewegungstempo und immerhin Mana Leech, also für den Bild natürlich super. IK Boots, ich brauche keine Resis, deswegen sind die am besten hier, weil die einfach nochmal Angriffswert dazugeben und Leben. Und natürlich diese 40 Bewegungstempo, da gibt es nur Aldurs und Natalias, die auch 40 haben. Ich weiß nicht, ob es noch welche gibt, ich glaube Sanders oder so, aber die sind natürlich egal. Aber da sind die IK Boots schon die besten. Dann habe ich Hände auflegen für Attack Speed, Feuerwiderstand und Schaden gegen Dämonen. Dann ein Ring mit Life Leech und einfach Resis und Stats und so ein Kram. Der Ring hier ist natürlich viel zu krass. Also das ist wirklich wegen Heldeneditor, das muss nicht so gut sein. Das ist ein Spaßbild. Da will man keine so teuren Items anziehen wie diesen Ring. So, und das Herzstück natürlich hier noch ist das Ding hier, eine Tiara oder Reif oder Diadem mit 30 Bewegungstempo und Visionary heißt der Mod, und zwar Charakterstufen basierender Angriffswert in Prozent. Also es reichen hier auch 30 Bewegungen und Visionary, also da müsst ihr nichts Teures nehmen. Aber theoretisch könnten da auch 2 Sockel drauf sein, Stärke, Barb-Skills, und dann habe ich hier auch nochmal 2 solche geisteskranken 30 Max-Damage-Juwele drin. Dann kommt zum Beispiel so ein Helm raus. Der wäre, glaube ich, unbezahlbar, wenn es den so geben würde. Ja, ich wollte es einfach nur mal erstellen für die Wissenschaft. Inventar sind natürlich kleine Zauber mit Bewegungstempo, die haben ja jeweils 3 und Max Damage und Angriffswert zum Beispiel. Hättet ihr Riesenzauber, würden die 7 geben, das heißt, da sind 3 kleine besser als ein Riesenzauber, und große geben 5, also sind auch hier 2 kleine besser als ein großer. Ein paar habe ich noch mit All Resis drin, 4 Stück, alle anderen sind Max Damage. Fackel und Annie habe ich halt trotzdem drin. Könntet ihr jetzt theoretisch den Cube rausnehmen und noch 4 weitere rein, da habt ihr nochmal plus 12. Oder, ja nee, also die 3 könntet ihr theoretisch auch ersetzen, aber das macht ja dann wirklich keiner mehr. Das ergibt keinen Sinn. Ein Rabenfrost habe ich noch, den habe ich glaube noch nicht gezeigt. Ein Waffenwechsel, ein ruft 10 Waffen, da reicht ein 3er. Beim Barb geht nicht mehr als 3 zu Kampfbefehle, auch wenn es ein 6er ist. Dann plus 1 zu Einfälligkeiten macht dann halt 4 BO, aber man kann nur 1 davon tragen. Wenn man 2 trägt, gibt das zweite nur plus 3 und nicht plus 4. Deswegen kann man dann einfach einen Hoto oder so dazu nehmen. Ist aber egal, könnt auch einen BO-Speer nehmen. Ist aber komplett egal an sich. Söldner hat das Problem, dass der halt gar nicht hinterherkommt, wenn ich einmal lossprinte. Theoretisch trotzdem hier dieser Harmoniebogen, der gibt Gedeihen-Aura. Die gibt ja massig Bewegungstempo. Aber ich glaube, eine Level 10 Aura gibt irgendwie 36%, wenn ich mich nicht irre. Aber da der Söldner eh nicht wirklich hinterherkommt, ist es fast egal, was ihr mit dem Söldner macht. Da der ab und zu zumindest in meiner Reichweite ist, wenn ich zum Beispiel aus der Stadt rauslaufe, fand ich es trotzdem sinnvoll, einfach den zu nehmen. Ihr könnt natürlich auch einen Machtsöldner nehmen, aber
der ist ja eh nie da, wenn er ihn braucht. Und für Attack Speed habe ich Verrat und Andarils angezogen. Aber das spielt jetzt auch wirklich keine Rolle mehr hier an dem Punkt. Es ist ein Spaßbild und ich finde auch sowas gehört mal dazu in Diablo. Und es ist aber wirklich ein besonderer Bild. Deswegen wollte ich den dann doch mal zeigen, weil ich echt Spaß dran hatte. Und ich bin mir sicher, wie schon gesagt, in euren Ballruns mit dem Bild werdet ihr wirklich für Unterhaltung sorgen. Die Leute werden garantiert euch drauf ansprechen, weil ihr einfach so schnell seid. Deswegen habt ihr vielleicht Bock, euch mal das zu geben und so einen Charakter nachzubauen. Ansonsten gibt es natürlich auch die seriöse Variante mit zweimal Trauer. Also wenn wir jetzt nur die Waffen ersetzen durch zweimal Trauer und alles andere gleich lassen, dann ist das auf einmal halt auch ein Bild mit massig Damage. Und dann würde ich das gar nicht mehr als unseriös bezeichnen, sondern dann ist das halt auch mega gut. Aber ich wollte jetzt zumindest einfach mal diese mega witzige Waffe hier zeigen. Und das nächste Video wird nochmal ein seriöser Barb, denn der Travi-Barb, den ich mal veröffentlicht habe, der ist halt outdated. Der ist noch nicht mal mit Patch 2.4 gewesen. Deswegen werde ich nochmal einen Travi-Barb als nächstes hochladen. Und vielleicht mache ich den auch mal dann als Frenzy-Barb. Denn Amok ist halt relativ langweilig. Frenzy finde ich einfach viel unterhaltsamer. Deswegen mache ich vielleicht mal einen Travi-Frenzy-Barb. Oder dann doch mit Amok. Ich wollte nur schon mal ankündigen, dass es dann auch nochmal einen seriösen Barb gibt. Und damit verabschiede ich mich. Haut rein.